jetzt einfach, also jetzt spiele ich gegen Malphite Top. Zum Beispiel, wenn du das Game jetzt anguckst. Hier würde ich persönlich jetzt Heimerdinger spielen in dem Game. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das ist für mich so ein Heimerdinger-Angle. Ich hasse es, gegen Heimerdinger zu spielen. Ich liebe es, Heimerdinger zu spielen, da. Das ist für mich so ein Heimerdinger-Angle. Aber das Problem bei Heimerdinger ist halt, ich finde, dass du nicht wirklich. Also, du pusht halt immer mit Heimerdinger, ne? Da gibt's keinen anderen Gas, sondern du bist immer drin, du bist immer aggressiv, du bist immer am Overextenden, wenn du Heimer spielst. Mhm. Weil, wenn du nicht am Overextenden bist, dann ist das Game sehr, sehr hart. Mit Heimerdinger bist du immer am Squeezen. Ja, mit Heimerdinger musst du richtig rausqueezen alles aus dem Game, ja. Okay. Anders ist Heimerdinger nicht zu spielen. Ja. Das ist halt, da fällt halt viel von diesem Nachdenken, was du jetzt hattest, fällt halt da so ein bisschen weg und von sinnvoll mit der Lane umgehen und so. Weil du bist halt einfach permanent am Pushen. Aber es ist trotzdem, wenn es gut funktioniert, warum nicht? Okay. Ich spiele immer AP-Nasus gegen Heimerdinger, weil du kannst die Turrets one-shotten mit einem. Aber wer spielt Heimerdinger? Es gibt ein paar OTPs. Das ist sehr ekelhaft, dagegen zu spielen. Oh, ich habe immer noch vorgegeben. Ja, das Wichtige ist tatsächlich, wenn du Heimerdinger spielst, das Erste, was du machst, ist, dass du anfängst, hier so ein kleines Dreieck aufzubauen. Weil die Trivet Charges kommen ja zurück. Denn das Rank Games, das sind Master Rank Games, ja, also 200 EP, Leute. Ich versuche gerade zu climben, also das ist, keine Ahnung, alleine zu Grandmaster auf Top Lane fühlt sich schon sehr schwer an, finde ich. Weil die, genau wie das letzte Game, dass du eigentlich solide Lanes, aber du fühlst dich manchmal so machtlos. Botlane ist so entscheidend. Und als Midlaner kannst du wenigstens Botlane halt noch vorbeikommen, weißt du? Ja, aber da kommt es auch drauf an, was du spielst. Wenn du Control Mage Midlane spielst, kannst du auch nichts machen. Weil ja, deswegen, so da muss ich auch meinen gesamten Champion Pool ändern, tatsächlich. Fucking atrocious, ey. Du kannst halt nicht so gut scrimmischen als Control Mage, nicht Corki so geil. Tristada, yeah, Lucian Ezreal, wenn du Daring bist, mal. Weil mittlerweile ist es wahrscheinlich ein bisschen anders auf dem Patch, aber. Aber Timing ist, glaube ich, gar nicht so leicht gelastet, oder? Im Early nicht, nee, weil deine Turret auf deine Last ist halt joinken. So, jetzt die zweite Turret-Line, die hältst du ungefähr so. Aha. Und dann kommt jetzt dann gleich die Cannon Minion Wave. Und bei der Cannon Minion Wave, da kannst du noch nicht hyper pushen. Dann nach der Cannon Minion Wave geht's los. Perfekt. Wir wissen halt, der Gegner ist ein Auto. Nuno ist actually ziemlich gefährlich für Heimerdinger, weil der einen Turret essen kann und einen Turret smiten kann. Mhm. Nuno ist auch so ein Kandidat, wo ich immer so ein bisschen deeper in den River gehe, um da zu warden. Weil du musst den früh spotten, sonst bist du einfach Freaker. Gegen Hecarim und gegen Nuno tue ich immer so ein bisschen deeper warden im River. Ich würde gar nicht den Jungle warden, ich würde den River warden. Okay, ich bin mal sehr, sehr deep warden als Heimer. Okay. Aber der hat einen Sweeper. Der kann auch dein Ward dodgen. Da habe ich halt ein bisschen Angst. Oh shit. Boah, der Damage. Ja, das Problem ist, dass die Wahrscheinlichkeit gegankt zu werden ist sehr hoch. Aber genau. Deswegen pickt man ja Heimerdinger, ne? Für die Outplays. Leider habe ich leider meine Granate verwählt. So. Jetzt wird hier reinhörst. Kennen hast du bekommen. Perfekt. Das war alles, was zählt. Machen wir jetzt mal andersrum. Krieg alle Minions bis auf die Kennen. Ich wäre der Tod gewesen, wenn die Dings ihn getroffen hätte, die Granate. Das war sehr greedy von ihm. Nein, Bro, nein. Das ist so bad. Oh mein Gott, schau weg. Bedeck deine armen Augen. Coach, Coach, Coach. Nein, 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 nein. Schau weg. Schau nicht ins Licht, Coach. Oh, ist das scheiße, ey. Okay, hier zu resetten und wir vergessen alles, was wir gerade gesehen haben. Aber du hast einen guten Zerschied, actually. Selbstverständlich. Doch die große Gefahr kommt jetzt gleich, wenn der Level 6 ist und ich habe keinen Flash. Und du bist gegankt, ja. Dann bist du, glaube ich, ein Freaker. Ja. Schau mal. Ich glaube, dein Nuno kann auch dein Turret essen, oder nicht? Ja. Ja, das ist nicht so geil. In der Tat, nicht so geil. Ich habe auch tatsächlich, also ich müsste nochmal beten. Ich hätte wahrscheinlich nicht TP'en sollen hier, oder? Ist okay. Solange du pushen kannst und du kannst quasi dein Base ausholen, ist okay. Ja, es ist leider, also die Knight der meine Turrets gerade sehr aktiv. Please. Ja, den gegessen. Ciao, der wäre sonst zugewiesen. Oh mein Gott, ja. Wenn ich tödlich ist, dann habe ich ihn da. Das ist crazy. Von Half HP aus kann er den einfach essen. Ja. Naja, das ist sehr, sehr frustrierend. Also Nuno ist sehr frustrierend für Heimerdinger tatsächlich. Aber ich krieg Drake dafür. Für den Kill, top, tradet ihr Drake. Ja, genau. Das ist übrigens, also, das klingt jetzt vielleicht toll, aber das ist übrigens die beste Methode, die ich bis jetzt gefunden habe, auf Droplane zu carryen, ist, dass du wie der absolut letzte Psychopath spielst, permanent push.
und einfach hoffst, dass dein Team die Zeit nutzt. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine valide Strategie ist, aber es fühlt sich wie eine valide Strategie an, muss ich sagen. Ich meine, die Kunst ist nicht zu sterben, weißt du? Dass du super viel Pressure aufbaust und nicht stirbst. Das ist egal. Also tatsächlich ist Nuno sehr bitter. Ja, also ich hatte es auch gegen Nuno zu spielen auf Top-Lane. Oh mein Gott, der Damage ist crazy. Ist krass, ne? Ja. Ist keiner cracked. Ente. Gott. Ja. Yeah. Dann stay ich. Aber spät, wirklich spät zur Base zu denken. Also einfach, ich will das Tempo nicht killen. Okay, Matt hat den Nerv verloren. Oh. Und jetzt würdest du denken, ne, dass ich jetzt basen würde. Aber jetzt ist der perfekte Moment, um nochmal zu squeezen, ja, boy. Oh, da ist ein Pike. So, jetzt zum Beispiel, jetzt sehe ich den Pike, weißt du? Jetzt ist das Momentum für den Squeeze ist jetzt vorbei hier. Ja, das ist insane. Das ist sehr viel Pressure. Top Lane. Pike hat sogar einen Move investiert und du bist nicht gestorben. Ja. Ich würde aber auf einer normalen Wave nicht basen, unbedingt. Ich würde immer basen, wenn die nächste Wave die Ken-Wave ist. Echt? Also hier wird das actually, da hast du recht. Ja, da hast du recht schon wieder. Was hältst du denn von solchen Champions wie Heimerdinger? Wo du halt einfach diese permanente Aggression. Wie ist das was? Machst du das nicht auch mit Illaoi und mit Karma und so? Das ist doch genau dein Playstyle eigentlich. Ja, bei Heimerdinger ist halt ein bisschen weniger kontrolliert. Also Illaoi. Illaoi, ich habe das ziemlich unter Kontrolle eigentlich. Aber mit Heimerdinger, ich weiß nicht, du pushst halt einfach, fühlt sich so an. Du pushst einfach, push. Ich meine, das ist halt gut, weil wenn du stirbst, selbst wenn du stirbst, dann bist du eigentlich effizient, weißt du, du kriegst dein Gold in XP, was halt ziemlich nice ist. Ja, also auf Top-Lane, das muss man halt leider sagen, finde ich, ist halt einfach eine Scheißrolle. Tut mir leid, ist hart. Top-Lane ist fucking hart. Ich meine, du wirst oft nicht belohnt, wenn du das Richtige machst eigentlich, ja. Ja, aber du bist immer belohnt, wenn du verdammt nochmal squeezed, Junge. Look at the squeezing already. Was mir auch gut ging, Heimerdinger, seine Turrets zu klären, oder? Das ist der Playstyle. Irelia ist sehr bitter. Ja, true. Ich mitzunehmen. Ist auch so OP an Rumble. Wenn du super aggressiv spielst und du bist gegankt, dann holst du ja für nächste Wave. Oh, okay. Gesqueezed, baby. Gesqueezed. Oh mein Gott. Ich wollte dir leider einen Platter dafür. Aber so hast du halt crazy Impact als Top-Laner. Wenn du es schaffst, Leute hochzuziehen, das ist halt der krasse Impact. Und das schaffe ich aber nur auf Heimerdinger. Und ich glaube aber, dass du wolltest mir mit Varus doch einen ähnlichen Playstyle bloß kontrollierter zeigen. Das ist wahrscheinlich auch besser, weil das ist, was ich meine. Ich spiele so und dann bin ich entweder 10-0 oder 0-10. Aber ich habe das Gefühl, dass ich so Impact habe, weißt du? Hm? Und ich glaube, wenn du das aber so wie du kannst, mit Jungle-Tracking, mit Kontrolle, dann ist das natürlich viel, viel besser, theoretisch, weil du dann nicht so viel stirbst. Guck mal, du hast jetzt zwei Drakes quasi für dein Team secured. Einfach weil du Number Advantage quasi auf Bot-Side generiert hast. Ja, du generierst damit immer Number Advantage, genau. Und du hast Perma Prio, das heißt, dein Jungler kann auch theoretisch alles Top-Side nehmen. Wenn er will, ja. Wobei die wenigsten Jungler gefühlt um Top-Lane rumspielen. Ich glaube, das ist falscher Ehrgeiz. Und was mache ich jetzt mit dem Nuno hinter mir? Verdammt nochmal, wir squeezen den Scheiß. And you're dead. Oh mein Gott, boah, dein Champ. Das ist crazy. Ja, Mann, ey, wenn ich das auf anderen Champion reproduzieren könnte, ne? Das ist leider nur Heimerdinger für mich. Also, du carries und das liegt Game auch daran, solo. Dass aber ich. Sorry, ja? Du carries das einfach solo. Weil du ziehst so viel Pressure auf Top, du spielst einen individuellen Lead raus, du. Ja. Ja, so fühlt sich das. Aber das fühlt sich nur auf Heimer so an. Und dann, weißt du, die Sache ist halt. Irgendwas wollte ich gerade erklären. Ja, hab ich vergessen. Klasse. Alles gut, halt. War ein langer Tag, ne? Mhm. Jetzt gehe ich einfach Base und so. Jetzt kommt aber der Punkt, jetzt wird die Squeeze-Strategie ein bisschen schwieriger hier. Jetzt musst du halt immer gucken, was passiert auf der Map. Aber im Optimalfall, also das Effizienteste, was du machen kannst, ist wirklich Top-Lane auszupushen bis zum T2 und dann halt in seinem Jungle quasi auch zu leben und da ein bisschen Vision aufzubauen. Genau, und was ich sagen wollte, was ich vorher vergessen hatte, ist, wenn die Top-Laner gut wären, verstehen sie halt, dass sie nicht in deinen Turrets fighten sollen und die lassen sich einfach ein bisschen denyen, aber bleiben einigermaßen even und dann funktioniert das nicht. Das funktioniert nur gegen schlechte Spieler, gefühlt, dieser Playstyle. Das ist so ein Riesenproblem. Wenn die Toplaner besser werden, also allgemein ist auch, also beim letzten Mal, als ich das probiert habe, auf Toplane Challenger zu werden, bin ich bis Grandmaster gekommen. Ne? Und die Toplaner, die über Grandmaster, die sind einfach zu gut, ist mein Gefühl. Ich meine, du bist ein bisschen lucky, gegen den Toplaner Mav geblindfickt, das ist eigentlich nicht normal. Ja, und ich glaube, der ist auch kein Toplane-Man, ehrlicherweise.
Ja, das ist oft so. Top-Lane haben wir. Muss ja auch sagen, ist ja auch die meist autofüllte Lane, glaube ich, die es gibt, Top-Lane. Ja, cool. Das Problem ist halt, wenn das Game super unstable ist, wie das letzte Game, selbst wenn du wieder deinen Lead rausspielst, ist das Game halt schon dumm, bevor du deinen Lead quasi auf Knapp bringen kannst. Weißt du? Scheiße, my bad. Ja, ja, genau, das, genau, das. Und diese Games habe ich halt auch oft, ne? Zum Beispiel, da habe ich genau das, was du mir gesagt hast, nicht gemacht. Ich hatte die Wave drin. Warum pushe ich weiter? Ey, warum nicht einfach, warum nicht einfach hier, praktisch jetzt roamen oder ein Jungle Camp nehmen? Warum am Tier 2 pushen, wo ich halt einfach gemeldet, ultet werde und sterbe? Das, würdest du zustimmen, dass das auch so ein bisschen dein Playstyle ist? Weil wenn ich dir zugucke, also außer, dass du es halt kontrollierter machst, ne? Wie gesagt, Heimerdinger kann halt nicht kontrolliert, leider. Ja, ich würde sagen, ich bin halt ein sehr, also ich, auf jeden Fall, also ich spiel halt sehr, wie soll ich sagen, spiel sehr kontrolliert. Das glaube ich so. Ja, du spielst wirklich Playstyle sehr kontrolliert. Also du spielst sehr überlegt, Toplane. Und ich, ehrlicherweise, ich habe also jetzt immer mal deine Streams geguckt, ich verstehe nicht, wie du das machen kannst, weil einfach Solo-Queue ist nicht kontrolliert. Solo-Queue ist einfach Kampf und Terror. Ich hab keinen guten Solo-Queue-Playstyle. Dein Playstyle ist so hart für Solo-Queue, glaube ich. Ja. Mein Playstyle ist gut für Competitive. Ja. So. Ja. Also ich weiß nicht, wie du das machst, weil du triffst die richtigen Entscheidungen, du freest, du holst riesige individuelle Leads und dann guckst du halt auf die Map in der Solo-Queue und alles brennt. Und ich hab mir aber auf Top-Lane, für mich klappt nur dieser Harikiri-Playstyle, muss ich sagen. Das ist das Einzige, was für mich funktioniert. Heimerdinger und ab dafür. Ich meine, bei Baus klappt's ja auch. 1200 MP. Ja, das stimmt. Schweine, ey. Oh mein Gott. Ich hab fast alle gekillt. Okay. Aber da musst du aufpassen, weil guck mal, was du gerade gemacht hast. Du musst ein bisschen überlegter pressuren, die Sideline. Wenn du Sideline stirbst, das kann gut sein oder fein sein, aber du musst immer gucken auf die Map, wenn du stirbst, was kriegt dein Team? Da musst du ein bisschen mehr dran denken. Das ist mir jetzt aufgefallen. Manche Tode sind einfach useless. So, du kriegst nichts dafür. Das stimmt, ja. Ich habe in dem Game halt ein bisschen das Gefühl, dass es eigentlich vorbei ist, die Runde. Genau. Das ist auch aber halt dummes Denken, ne? Also, man sollte trotzdem halt clean zu Ende spielen. Oh, ich hatte keinen Grund. Ich hätte einfach nach dem Versuch auf den Lucian, klappt nicht. Ich weiß, die sind alle da, einfach rausgehen, weißt du? Ja, aber manchmal ist es gut zu pressuren, wenn jetzt zum Beispiel dein Team durch deine Pressure den Drake kriegt oder durch deine Nash, Pressure. Ja. Nash wäre auch ab. Oder ein Tower zum Beispiel und du nimmst die Wave mit, weil du die Wave mitnimmst, hast du sehr viel Tempo. Aber wie machst du das, dass du einfach dieses Decision-Making weiter aufrecht erhältst, wenn du lange Streams machst? Weil ich finde, also in der Mitte ist es halt wirklich, du pusht halt permanent und das alles ist gut. Aber auf Top-Lane musst du halt wirklich nachdenken, was du mit der Wave machst. Ich finde, das ist sehr viel anstrengender. Ich glaube, wenn du das aktiv machst für eine lange Zeit, dann fällt es dir gar nicht schwer. Dann kostet das gar nicht so viel Konzentration. Das ist einfach selbst, also geht dann von ganz alleine. Genau. Das wird dann Selbstläufer, wenn du das einfach sehr bedacht für eine längere Zeit machst, dann wird das einfach leichter. Es ist auch, also mich hat es gerade sehr gewundert, dass du gesagt hast, es gibt viele Heimerdinger OTPs, weil das ist eigentlich ein Champion, der sehr wenig gespielt wird. Ein paar, zwei, drei Stück habe ich getroffen. Und es gibt diesen Jungle-Dinger, gibt's? Ja, richtig, das ist ein wilder Kerl. Es gab auch einen Heimerdinger-Support-OTP, gab's auch, ne? Okay. Wenn du dich an den noch erinnerst. Heimerdinger-Support? Irgendwie Shielding-Huge? Nee, der weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Justin Engineer oh, hieß der. Justin Engineer. Der hat immer Support-Heimerdinger gespielt. Aber Heimerdinger war auch OP auf Support für eine lange Zeit. Der war actually einer der Vorreiter. Und dann haben tatsächlich Leute den angefangen, Botlane zu spielen. Ich glaube, er war eher AD Carry, oder? Und das ist das, was ich meine, weißt du? Ich habe jetzt ein Game kalkuliert, bedacht gespielt, mein Bestes gegeben, so. Aha. Und es hat sich nicht rewarding angefühlt. Und jetzt spiele ich den Heimerdinger, mach die Wup-Wup-Wup-Musik an und renn rein. Und gefühlt habe ich hier einen großen Impact gehabt im Game. Aber es geht halt auch genauso in die andere Richtung. Ja. Deswegen, ich habe dann auch diese 0-10 Games. I wanna drive.